Willkommen zum neuen Projekt und zwar Skitek mit dem Ted. Yo, hi! Der Chief auch genannt und den Carscrafter. Hallo! Adias Heiko, glaube ich. Bin voll euphorisch gerade. Ja, krass, wir gehen einfach mal drauf. Wir haben drei Teams, habe ich gehört. Es gibt so ganz viele fliegende Inseln. Ja. Shader-Mod, der jetzt aktiv ist. Team Lame, Team Gay und Team Gold. Team Gold sind wir. Genau, und da sind sogar die Tode drin, ne? Die Tode? Das ist jemand anders. Lass ihn mal kaputt da und komm. Ist der blau? Der ist blau, ne? Wo, bei welchen Koordinaten seid ihr denn? Wir sind noch an der Startinsel. Ach so, ja, ich bin ja durch das Portal geglitscht. Oh, und ich merke gerade, ich habe noch den Acid-Mod, den Acid-Shader an. Boah, das ist so. Ja, das ist voll übel. Da hinten der Berg, wie der auf und nieder schwappt, so quasi. Hast du schon Bett, Ted? Nee. Bring ich dir mit. Hast du schon Bücher, Ted? Nee, aber ich versuche. Bring ich dir mit. Wo hast du das her? Da liegt ja alles am Anfang rum. Echt? Da sind wir nicht gleich da durchgegangen, ja. Du bist weißt du, das sagst du, ne? Ich hab noch jemanden gesehen, der direkt da durchgeschwappt ist. Wer denn? Ich bin aber hier. Der Heiko. Sollen wir einfach mal ins blaue Portal drauf geschissen? Nein, Quatsch. Kannst du gar nicht. Nicht? Nee. Nee, also zumindest beim ersten Mal, wo ich hier drauf war, konnte man nicht da durch. Oh Mann, ich seh den gelben Kopf. Ach, komm, da bist du. Komm. Seid ihr durch? Hier ist Ed. Hallo. Hi. Boah, der Shader ist aber mega nice. Aber, also ich hab gerade einen reingemacht, weil das ist der Zeus 10.1 Clouds. Den finde ich ziemlich nice. Da warte, beweg dich nicht, beweg dich nicht. Wieso? Jetzt hast du alles. Guck, hier ist ein Haus. Ein Haus? Das ist eine Stadt? Hm? Aua. Ja, lol, wir können uns selbst auch nicht, das behindert. Ne, das ist gut. Aua, hör auf. Auf welches Modpack basiert das denn? Weiß das einer? Nee, ist auch ein eigenes Modpack. Ist halt okay. Industrial Craft drin. Ich meine, du kannst ja auch mal hier Options Mods geht hier gar nicht, ne? Aber ich kann dir mal zeigen, was das hier gibt. Ich blätter einfach mal durch. Sollen wir erstmal die Stadt niederbrennen, so als Einstand? Warte, klick hier mal schnell durch. Ich habe eine bessere Idee, um das Team zu nerven. Ich hau einfach immer alle aus meinem Team kaputt. Ey, hör auf. Aber nicht uns, du bist gemein, Heiko. Oh. Ach doch, die Bücher habe ich, die Scheiße. Ach, guck mal hier. Unfähig. Hier wohnt Team Unfähig. Early Boy, Dalukat und Balui. Wo ziehen wir denn ein? Wir machen uns erstmal so einen riesigen. Ich bin dafür, dass wir jetzt erstmal die ersten 80 Folgen so einen riesigen Turm bauen. Bis in die Wolken. Welche Höhe haben wir denn? 47? Ja, da können wir noch 200 Blocks hoch. Okay, dann lass das machen. Bin ich extremst dafür. Sehr, sehr. Ja, was ist denn hier noch so? Da drüben ist so eine fliegende Insel. Ah, die Insel hier ist ja jetzt nicht so riesig, ne? Aber da hinten sind voll viele Rohstoffe. Sollen wir mal uns eben hier ein Haus aussuchen, wo wir unsere Betten reinknallen? Ach ja, das okay. Größte. Ist schon belegt? Lass einfach das Schild abreißen, wenn da eins dran ist und dann schreiben hier, wohnen wir jetzt halt. Wir gehen hier hin. Wo seid ihr? Hier, da ist aber, wow. Ist aber eng hier, ne? Also ja. Ich nehme auf jeden Fall, ach nee, hier oben kann man auch noch hoch, geil. Ist aber eng hier, ne? Wieso ist das hier so schwarz? Ach hier hoch. Was ist das? Glass Pane, was ist dahinter? Nichts. Ja, wir können da durchgucken. Hä? Echt? Ja. Aber mir ist das Fenster. Aber mir ist das schwarz, doll, wahrscheinlich durch den Shader. Ja, dann ist der Shader aber blöd. Dann ist ich habe eine Idee, wo ich wohne. Hä? War falsch. Okay, ja. Alles klar, okay. Ist wirklich sehr klein. Ist hier nicht noch ein größeres? Habt ihr mal geguckt? Ja, guckt gut auch. Ja, soll ich mein Bett hier noch nicht aufschlagen, so? Ja, aber ich weiß nicht. Also, das hier ist auch übel klein. Sollen wir Bett noch aufschlagen, oder was? Sollen wir einfach die Betten hier noch so über deren Betten stellen? Oder sind hier gar keine Betten? Hier guck mal, ich hab ein geiles Betten. Bett. Hä? Achso, ich muss jetzt immer mal dein Bett laufen, um in meinen zu kommen. Hier, komm, machen wir. Hier, guck mal, hier können wir doch hin, oder nicht? Dreh dich um. Hä? Wo denn? Mann? Da? Auch noch hier rein? Ja. Ja, aber nee, dann klickt irgendjemand auf dein Bett und dann. Ach schon. Nee, ich will nicht bei denen wohnen. Ich auch nicht. Die sind schwul. Die stinken. Und die sind schwul. Vor allem der Dalukat, der stinkt immer. Einfach hier, oder? Guck mal, ich geh da hin. Hier ist doch okay. Oh, fuck. Hier unten kannst du runterfallen. Ja, lass das gleich zubauen, dann lass doch hier hin einfach. Guck mal, da können wir noch ein Dingens hoch machen hier. Du kannst da pennen? Ah, ne, ist nicht Nacht. Guck mal, da hinten eine Kühe. Das selber machen. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen Holz holen. Ne? Ja, genau, ihr könnt ja auch gerne in die Kommentare schreiben, was wir hier bauen sollen. Oder was man hier bauen kann. Ich habe jetzt, wie gesagt, nicht so viel Ahnung, was hier drin ist. Lass da unten am Strand eine Beachhütte machen. Yeah, eine Beachhütte. Und das ist auch ein PvP-Projekt im Grunde, oder? Ja, klar. Weil sonst.
Oh, der Basti zockt von Team Wolf ist da. Hey, bei uns? Nee. Oh, dann hätte ich den jetzt kaputt gehauen. Wo ist der denn weiter weg, ne? Ja. Also ich drück mal die Karte. LOL, so. Wo ist denn die Mitte? Sollen wir einfach hier so außen irgendwann später so einen kleinen Raum anbauen? Ich meine, wir brauchen ja eigentlich nur eine Bude zum Crashen und ein bisschen um Stuff zu sammeln, ne? Ja, genau. Ich brauche einen Solarhelm. Braucht ihr Ausrüstung? Ja. Ich mache erstmal aus. Armor. Ich mache erstmal aus Holz dann was, ne? Aus Holz? Ja. Was hätte ich denn gerne? Eine Holzaxt wahrscheinlich, ne? Und eine Holzpickaxe, ne? Kann sein, ja. Oh ja, so viel kriege ich gar nicht zusammen. Ich brauche mehr Holz. Hat noch jemand hier? Will noch jemand Holz sammeln, Peter? Komm mal her, hier hast du eine Axt schon mal. Ah, cool. So eine Holzaxt. Das würde ich gerne mal sehen, wie einer mit einer Holzaxt einen Baum fällt. Würde mich echt interessieren, ne? Ja, besser als mit so einem Stein bei Rust, oder? Ja, aber wie lange willst du? Ich glaube, kann ich halt die Holzaxt halt aushält lange. So. Ja, das ist ja gehärtetes Holz. Ja, ach so. Mhm. Mhm. Ja, man muss es halt auch verstehen, damit es funktioniert. Ah, wie witzig. Zur Info nochmal für meine Zuschauer, ich werde es jetzt wahrscheinlich mit Craft Attack abwechseln, weil ich nicht so viele Minecraft-Projekte gleichzeitig haben will. Und Craft Attack endet auch dann in den nächsten Wochen, Tagen. Damit du Bescheid wisst. Ja, ist ein bisschen deserted, ne? Ja, sonst ist das zu viel, weil, ne? Oh, ich habe einen Apfel gefunden. Du willst schlafen gehen, Heiko? Ja. Geht das schon? Es ist Nacht. Ich sehe die Sonne noch da hinten und die scheint bei mir blau. Was hast du denn geraucht, Junge? Nee, gar nichts. Das ist hier der Shader. Wozu? So, ich penne jetzt hier. Ja, ihr seid da hinten. Ja, ich habe hier mein Bett. Ich habe hier ein ganz kuscheliges Bett. Also, da kann ich mir den Kopf nicht stoßen. Hä? Ja. Aber der andere ist ja nicht im Bett. Kommt ihr mal hier rüber. Warte. Wo seid ihr denn jetzt? Mit den Betten. Rise and shine, good morning, everyone. Hä? Lol. Jetzt haben wir den nicht gespeichert und du hast geschlafen. Ich kann in deinen Schritt gucken, krass. Hä, wie geht das denn? Ja, 50%, vielleicht reicht das schon, wenn die schlafen. Ah. Ah. Oh. Oh. Ah. Ich bräuchte auch eine Pickaxe. Ja, warte, kriegst du sofort. Ich hab grad neues... Warte, Heiko, ist das unser Haus hier? Heiko? Was? Ist das hier? Unser Haus? Nee. Okay. Lass doch die Schmiede hier unten nehmen, oder? Ich wohne halt überall, weißt du? Ich bin halt multikulturell. Und das ist halt mein Haus. Das ist mein Haus. Pickaxe, ne? Heiko, willst du auch eine Holzpickaxe? Ich habe schon eine Steinpickaxe. Ach so, ja, dann gib doch mal ein paar Steine. Dann brauche ich hier nicht die Holzkacke machen. Ich hab noch Steine. Ich hab keine, nix hat er. Wollte gerade sagen, du hast keine Steine mehr, ne? Ja. Mach ich mir halt selber eine Schaufel und grab mich irgendwo hin hier. Ich grab mich einfach gerade nach unten. Das ist auf der Welt hier besonders wünschenswert, oder? Ja. Ich hoffe, ich falle auch gleich einfach runter. Brauchst du jetzt noch eine Pickaxe, Peter? Eine Holz? Ne, Holz habe ich. Ach so. Oh, ich habe Kohle gefunden. Das ist voll gut hier, dass das ins Nichts führt. Da kann man manche Sachen in den Fluss schmeißen, dann sind die weg. Oh, ich habe Kupfer gefunden. Oh, wo seid ihr denn? Guck doch auf die Map, da ist so ein Punkt, oder nicht? Ne, ich sehe euch nicht. Ne, ich seh euch auch nicht. Was Cheater? Heiko? Ist das nicht du? Was ist denn das für ein Punkt dann? Guck mal da unten links, da steht die Haltbarkeit von dem Ding. Wow. Von welchem Ding? Du machst das auch schlau, Peter, ne? Was? Das Loch. Ja klar, einfach ein Loch. Wo seid ihr denn genau? Hinter dem einen Haus, also am... Warte. Am westlichen Rand. Ach, da sehe ich euch. Okay, da. Ich habe voll viele Rohstoffe gefunden. Ja? Pass auf, ne? Ist tief, Peter, ne? Wenn du fällst. Jetzt habe ich was Blaues. Ah, Tin. Tin-Ohr. Hä, da unten seid ihr? Was ist das? Iron-Ohr. Ach hier, lol. Einfach gerade runtergraben hast du dich. Ja, ich nehm's nicht so eng. Auf so einer... Auch krass, bei dem Projekt, die war alles in der Luft hängen, Mann. Ja, krass, Mann. Du bist aber echt Mr. YOLO, wa? Ja, ich komm bald eh nur raus mit so einem riesen... Ich komm nur noch aus dem Boden, wenn ich eine Power-Armor hab. Denk dran, Peter, wenn du einmal stirbst, das Projekt beendet, ne? Ach so. Nein. Oh, tot. So, oh, fuck! Wollt nur mal gucken, wie weit das geht. Höhe 36. Wie weit das runter geht? Ja, genau. Oh, wieder Eisen. Habt ihr schon Kohle gefunden? Ja klar, Kohle habe ich schon, Eisen. Wow! Was denn?
Okay. Ist da ist schon weg? Ja, bei 34. Okay, hi, ich bin hier über dir. Von wem ist denn die Werkbank? Von dir? Ja klar, ich musste mir eine Steinpickaxe bauen. Ja, hatte ich jetzt auch gerade vor. Ich mach mal direkt zwei. War kurz spannend mal. Jetzt. Aber nur kurz. War gut spannend jetzt. Ne, kurz spannend. Ach so. Hier habt ihr, guck mal, schenke ich euch. Oh, jetzt will er die. Lest sie doch erstmal. Nö. Du weißt doch das Endwochenquiz, oder? Nee. Da werden die Sachen aus den Büchern abgefragt. Ja, genau. Da habe ich dann leider keine Zeit, wenn das kommt. Oh, Kupfererz. Habe ich auch. Sollen wir einfach die ganze Insel hier untergraben? Dann haben wir schon mal alle Rohstoffe voll, das Arschloch-Team. Dafür brauchen wir erstmal Fackeln. Genau so eine riesige Höhle, wo, wenn die da runtergehen, nur ganz viele Skelette sind. Aber mir fällt gerade ein, durch den Shader-Mod ist hier alles hell, sehe ich gerade. Ja? Welchen hast du? Welchen? Warte. Sag mir da mal. Wird der Tag gleich auf? Will er auch gleich cheaten? Ja, will ich auch. Options, Shaders, and Shader Light. And Shader Light. Ach, ja, krass. Krass, aber der ist auch nice. Ja, finde ich auch. Aber der schmiert so ein bisschen, hat man das Gefühl, ne? Ja, der doppelt manche Texturen. Nickel. Guck mal, da oben ist Let's Mayo. Ich hab Nickel. Über uns ist Let's Mayo. Ah. Ja, Mann, ich hab Nickel. Was kann Nickel? Weiß ich nicht. Okay. Aber hört sich doch gut an, oder nicht? Ja, du alter Nickel, du. Ich sag mal Hi-Hau. Löwe, wieso steht da Löwe? Das heißt auch Team Gold. Verstehe das nicht, dass sie das noch nicht geändert haben. Löwe finde ich nicht so schön. Nee. Da denke ich immer so an Senf direkt. Mach ich eine Nachbearbeitung dann. Schreib da dann Löwe hin. Ja, genau. Gold, nicht Löwe. Okay, ab wie viel Stacks nehmen wir nach oben? Ab wie viel Stacks was? Alles. Ja, alles, das ganze Inventar muss voller Stacks sein. Dann gehen wir nach oben. Aber ich hätte auch gern irgendwie ein Solarpanel. Geben wir das hier für Strom oder was nehmen wir für Strom? Die Energiequelle. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Energiequelle. Die unendliche Energiequelle. Geht das hier? Musst du gucken. Also pass auf, Netheld, hier sind überall Löcher. Also ja, ja. Also Lava Fabricator gibt's und Magmatic Engine auch, Dynamo auch. Ja, alles klar, geht. Ja, lol. Aber wir brauchen erstmal einen Kompressor dann und noch so ein paar Sachen, ne? Ja, den habe ich jetzt hier gerade gefunden. Also ich bin ja schon auf der zweiten Insel. Ich würde euch mal raten, euch zu beeilen. Auf welcher zweiten? Ich sehe schon. Achso, du hast dich da rüber gegraben. Boah, jetzt wäre ich fast in dein Loch gefallen, Peter. Hier draußen, das ist echt übel. Sollen wir das einfach da lassen? Obwohl, nee, die Tode, die sind ja schlecht fürs Team, ne? Ja, genau. Dann mache ich da mal... Das ist echt übel. Sollen wir das lassen? Ja, bei Craft Attack hätte ich jetzt gelassen, weißt du? Ja, ich ja auch. Aber hier ist ja mehr so ein Teamplay, oder? Ich habe die ganze Zeit Druck. Ich habe die ganze Zeit Druck auf für Blase, weil ich immer denke, ich fall runter. Kennt ihr das Gefühl? Nee. Druck beim Blasen habe ich. Okay, okay. Weißt du doch noch die Ballon Challenge? Ist aber ach so, ja, ich. Oh, hier ist Kohle auf der kleinen Kackinsel. Die hole ich mal. Geil. Wir dürfen das Projekt auch noch streamen und da gab es auch noch irgendwie ein Ziel, noch ein höheres, oder? Ja, ja, so Bücher hier irgendwo zu holen, aber ich weiß nicht genau. Also die Teams, die stehen im direkten Konkurrenzkampf zueinander. Steht das da so? Ich glaube schon. Oh Mann, ich habe schon richtig viel Zeug. Ja? Krass. Ich brauche irgendwie mal was zu essen. Ich habe noch Steaks. 15 Brote. Okay, okay, okay. Boah, ich hasse das so, über so Stege hier zu gehen, ne? Der Stege macht das gerne. Ja? Deshalb heißt der so, ne? Nein, ich bin runtergefallen! Und wie lange ich falle auch, geil. Scheiße. Warte. War doch wohl klar jetzt, oder? Wie kann man denn hier runterfallen auf so einer Map? Ja, nein, ich habe da so einen Stein abgebaut und drüber war Gravel. Und der Gravel hat mich zur Seite gekickt und dann bin ich runtergefallen dadurch. Ja, ich verlieren wegen Ted. Ach, halt die Schnauze. Guck mal, 1-1-1-1. Ich habe hier nur für Gerechtigkeit gesorgt, ja? Ja, ein Projekt, wo Ted nicht in der ersten Folge stirbt, das gibt es nicht. Eben, das gibt's auch nicht. Läuft. War, ja, läuft auf jeden Fall hart.
Scheiße, also jetzt. Machen wir uns erstmal eine unendliche Energiequelle. Genau, damit ich unendlich oft sterben kann. Nein, wir brauchen ganz schnell Jetpacks halt. Ne? Also, ganz schnell. Kann mir einer von euch, Peter, wo bist du? Bist du immer noch da unten irgendwo? Ja, klar. Kannst du mir mal eine Hacke und so machen? Was? Ja, komm, mach mal. Ich hab doch schon eine Eisenspitzhacke, ne? Ja, gib mir doch mal eine. Bin gerade gestorben, Mann. Hier, der andere aus dem Team, der ist auch hier. Let's Mai. Wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Du bist weit weg von mir, glaube ich. Ich bin ganz unten drin. Da muss ich mir halt jetzt alles selber neu machen. Ja, ich kann ja gerne zu dir hinkommen. Aber ja, ich weiß mal. Nicht, wo du bist. Ich bin da, wo du das Loch gegraben hast, das 2x2. Ah, okay, warte. Lass mal ein bisschen Holz hier klauen. So, dann mach ich mal meine Dia Pickaxe. Ich hab schon, das ist ein Projekt für mich, wo man oft runterfallen kann und sterben. Also. Ja, ich hab Kohle. Also Jetpacks brauchen wir. Ja. Und Solarhelm oder was? Ja, wäre natürlich ratsam, um die irgendwie zu bestromen, ne? Ich glaube, es ist doch viel besser, das mit Advanced Genetics zu machen, oder? Wenn man eine Fledermaus bekommt. Darf man nicht, ist verboten. Was, ernsthaft? Ja, die Fledermaus-Gene sind verboten. Warum? Steht so im Regelwerk, weiß ich nicht. Ah. No. So, ich komm mal langsam wieder hoch hier. Ja. Komm mal langsam wieder hoch. Gutheilohr. Aber die Ohren sind auch ganz komisch verteilt hier, finde ich. Ein Eisen, das hast du doch sonst nie so. Die haben die doch manuell verteilt, einer. Auf der ganzen Map, ne? Ja, ernsthaft. Meine Pickaxe ist kaputt. Haben die gemacht? Echt? Ich glaube ja. Ich habe das so verstanden. Wo bist du denn, Peter? Meine Pickaxe war kaputt. Warte, ich komme hier. Ach, da, ich sehe dich. Hast du dich da? Nee, hast du nicht. Der will 3 Eisen aus dem Ofen nehmen. Wer? Bei mir? Der letzte Matsche. Nee! Ich will mal sagen, wie man seinen Namen richtig ausspricht. Oder? Nee! Der letzte Matsche. Schreib direkt, nee! Meins! Weißt du, wir sind doch gerade erstmal reingekommen hier. Wie lange sind wir? Hier, guck mal, 17 Minuten in der Aufnahme schon, hör mal. Und dann will der sich direkt was schnurren. Oh, echt krass. Peter. Was war? Weißt du, was hier gibt? Dias? Nee, der hat ein E-System. Ja, klar. Aber ich will doch gar kein Lager haben. Ich verballer direkt immer alles. Achso. Du kannst ich krieg's fertig. Du kannst. Heiko, wir können ja mal streamen und dann Lager bauen. Ja. Das wäre doch mal eine Idee. Oder? Ja, wirklich. Ich komm jetzt hier raus. Hätte man vielleicht einen krassen Vorteil so. So. Und da bin ich. Wo bist du denn? Ach, lol, ich war doch direkt neben dir 5 Block. Hättest du mal rübergegraben. Hier war doch schon ein Tunnel. Ich habe jetzt den Tunnel geflutet da unten. Ja, habe ich gemerkt gerade. Habe ich gerade gemerkt kurz. Hi. Was brauchst du denn? Ja, Schaufel, Axt, so aus vielleicht, wenn du genug Kobbel hast, weil ich habe jetzt nicht, oder kaum Kobbel. Ich habe gerade erst wieder die Pickaxe gemacht hier. Ah, okay. Ja, Kobbel habe ich 3 Stacks. Ja. Können wir uns eine geile Brücke bauen. Warte, ich mache dir mal eine Werkbank hier hin. Pass auf. Hier draußen ist, ach so. Am Ende ist die ganze Map voller solcher Brücken zwischen den ganzen Inseln. Ja, klar. Hat ein Jetpack. Wir müssen schnell ein Jetpack machen, also. Ach, was. Jetpack ist immer überbewertet, oder? Nee, das ist hier, glaube ich, überhaupt nicht überbewertet. Und Solarhelm ist dann auf einmal wieder gut. Wie viele Jetpacks gibt es denn hier? Hier gibt es hier 8 verschiedene Jetpacks und noch mehr. Danke. Aber Gegner gibt es hier nicht, glaube ich. Gegner? Ja, ich habe nur keinen gesehen. Stimmt, ich auch nicht. Stimmt. Warte, Heiko, ich komme. Wohin? Ich gehe jetzt auch darüber, aber ich baue die Brücke ein bisschen breiter. Wir bauen die lieber ab. Wieso das denn? Ja, wegen den Gegnern. Ach so. Ne, guck mal da, weißt du? Da ist gerade der Gravel nachgerutscht und dann bin ich da runtergekickt worden dadurch. Ach, hier oben? Ja. Muss man gut aufpassen. Was ist das? Infused Stone? Ach, hier gibt es ja anderes Zeug. Ja. Pro Insel verschiedene Sachen, aber ich glaube, wir haben die Zeit für heute schon wieder rum, ne? Ja, haben wir jetzt auch. Also wenn ihr mehr von dem Projekt sehen wollt und euch das Projekt gefällt, dann gebt einen Daumen hoch, schreibt mal ein paar Tipps in die Kommentare, weil wir echt nicht wissen, oder Ted und ich wissen nicht, was wir machen sollen, Heiko schon. Oh, eine Dschungelinsel. Geil. Und dann würde ich sagen, bis in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.